Willkommen zurück zu einem neuen Part von Sea of Stars. So, wir müssen jetzt zur Schmerzensspitze gehen. Und hier befinden wir uns gerade hier auf der Overworld. Hier haben wir was. Was ist das? Keine Ahnung, sieht aus wie ein Riesenprisma. Oha. So, hier haben wir die Schmerzensspitze. Und da müssen wir jetzt hin. Unsere nächste Aufgabe wartet bereits. Wir können ja jetzt die Tageszeit nach beliebigen ändern. Das heißt, wir brauchen ja gar keinen mehr. Gar kein Feld mehr. So, hier haben wir jetzt zwei Statuen. Geh mal davon aus, es erklärt sich ja von selbst. Ein Tor. Es gibt kein Zurück mehr. Direkt hinter dir. Vielleicht haben wir noch irgendwas hier, aber scheint nicht so zu sein, weil es gibt manchmal so kleine Geheimverstecke, wo man natürlich was finden kann. Schmerzenspitze. Oh mein Gott, es ist dunkel. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir da keinen Eingang verpassen. Eremit der Qual nennt sich das hier. Krass. Hab schon ein bisschen Schiss. Vielleicht kommt gleich schon der Eremit. Mein Gott, was ist das hier? Hässliche Kreaturen. Aua. Das war gut. Nö, ihr habt doch gedrückt. Meine Güte. Die macht ja sehr wenig Schaden. Das ist ja fast schon ein bisschen, ja, lächerlich. Tatsächlich. Der einzige, wo wirklich Schaden macht, ist die hier. Mehrfachschuss. War natürlich schon heftig. Oh. Hat natürlich schon gut reingehauen. Der erste Kampf tatsächlich. Kann man doch runterspringen, oder nicht? Nee. Sieht hier auf jeden Fall wirklich verdammt düster aus. Gott, das sind komische Gestalten hier. Kann man auf jeden Fall schon mal gut mit Eischild, was? Sag bloß nicht, man muss ihn jetzt zweimal angreifen, damit das Schild durchbrochen wird. Er hat noch 129 Leben. Wir probieren es natürlich mal mit dem. Also das Mondschild ist eigentlich schon ziemlich gut. Gibt ein bisschen Heilung und blockt Angriffe. Wir benutzen einfach mal das hier jetzt. Schauen wir mal, wie viel Schaden wir tatsächlich machen. Wow.
Ah, es macht Licht, wenn man das anklickt. So, hier haben wir einen seltsamen Knopf. Wirkliche Musik haben wir hier aber nicht. Frag mich aber, was da hinten war. Da hinten war ja auch noch irgendwas. Will ich jetzt gerne wissen, was da oben ist. Phantomdolch. Hört aber nicht mir. Hat Dolch hat doch sie. Plus 6. Angriffswert muss man bei ihr auf jeden Fall mal erhöhen, weil sonst haben wir da echt Probleme. Ist im Eimer, das hört sich aber nicht gut an. Skills. Wir brauchen auf jeden Fall mal echt Heilung. So. Gott sei Dank bin ich dann noch lang gegangen. Aber ich schon ein bisschen Schiss, tatsächlich. So, es werde wieder Licht. Noch mehr Gegner? Oh mein Gott. Alter, brutale Gegner. Nicht mehr normal. Warte mal, von hier komme ich ja. Ich müsste hier irgendwie weiter. Weil alles so dunkel ist. Hier ist der nächste Kristall. Er heilt natürlich wieder. Was haben wir hier unten? Ist da echt nichts? Hey, da müssen wir jetzt also lang. Echt eine gruselige Höhle, muss ich sagen. Aber die Fahrgeschäfte waren nicht mal Highlight. Echt, was war Highlight? Was alles außer diese eine Achterbahn mit Blue in allen Namen. Ah, okay. Meinst Blue Fire. So, müsste ich ja normalerweise hier zurückgehen. Was anderes kann ich mir jetzt ja nicht vorstellen. Genau, das war Licht Nummer 1. Dann müsste ja Licht Nummer 2 auf der Seite sein, oder nicht? Den kann man ganz einfach aktivieren, ohne Wenn und Aber. Hier bist du nicht gefahren. Warum? Hast du dich nicht getraut oder war die außer Betrieb? Oder ich bin zum Beispiel gar kein Achterbahnmensch. Geht er noch weiter hier? Meine Güte. Aber hier kann man sich heilen. Das ist schon mal sehr gut. Dann dürfte jetzt demnächst der Boss kommen.
Wenn das vorhanden ist, aber kein Speicherpunkt hier. Oder kommt er noch? Ah, hier ist der. So, wir haben ja weitere Gegner. Jawohl, wir haben fast. Ich glaube, wir nähern uns den Eremiten immer mehr. Sein Geheimgang da. Oha! Eine weitere Regenbogenschnecke gefunden. Sehr schön. Habe ich halt so ein Secret gefunden. Ich hätte gerne noch das nächste Level, bin ich ehrlich. Und Schuss! Und bei. Oh, wirklich 193 Erfahrung. Oh mein Gott, da kommen ja auch noch mal eine ganze Menge Gegner. Das haut rein. Gott sei Dank. Das nächste Level. Gott sei Dank. Ganz klar Leben. Leben ist sehr wichtig. Nichts geht als Überleben. Vor allem bei der hier, die hat eh nicht viel Leben. Klar leben. So, hier haben wir den Knopf. Haben wir hier noch irgendwas? Wir aktivieren ihn einfach mal. Mal schauen, was passiert. So, hier ging irgendwas an, aber... So, hier wären wir. Wir haben uns natürlich noch mal geheilt. Ich gehe davon aus, dass der Boss nicht mehr weit weg ist. Ich frage mich, ob das Pflicht ist, die Kristalle anzumachen. Da oben haben wir eine Kiste, ich habe es gesehen. Ganz kurz an der Ecke. Da wohl drin sein mag. Grünes Blatt. Schauen wir mal, was das grüne Blatt macht. Plus 15 LP. Das ist natürlich auch nicht schlimm. Magieangriff plus 5. Magische Verteidigung plus 10. Und das Füllhorn natürlich. Ja, das würde ich mal behalten, eher gesagt, bei ihr. Eigentlich könnte sie das gebrauchen, weil LP hat sie eh nicht so wirklich. Erhöht den Bonus im Timing-Treffer und Timing-Blocks um 10%. Nein, das bringt nicht viel. Wir nehmen das hier. Dann ist sie. Hält sie ein bisschen mehr aus. Samstags arbeiten, ja, das ist natürlich immer doof. Dass man dann wenig Lust hat, kann ich natürlich nachvollziehen. So, hier haben wir die Heilung. Aber was passiert jetzt?
Sale? Ja? Siehst du auch einen Haufen pelziger kleiner Hintern? Yep. Hallo, Madame. Wow, das sieht alles sehr gesund aus. Ist das ein Schwert? Hey, du bist wie dieser andere Typ. Er könnte winzig deine Sonne verschießen. Er meinte, er würde unsere Mutter retten. Dann ging er einfach. Wie unhöflich. Sei nicht unhöflich, Sonnenjunge. Was ist hier los? Können wir einen behalten? Was ist mit eurer Mutter passiert? Sie ist unten. Wir lieben sie so sehr. Sie sagt, wir können wegen des Monsters nicht zu mir. Nicht zu ihr. Also starren wir sie von hier oben an. Sie ist so schön. Früher liefen wir über die ganze Insel. Ich vermisse die Wolken. Gibt es Wolken immer noch? Labern die? Hey, klingt, als würden sie von der Gorilla Matriarchin reden. Aber Teeks meinte, alle göttlichen Geister wären vor langer Zeit vom Flashmancer zerstört worden. Der Direktor sprach ebenfalls davon. Er meinte allerdings, man hätte sie vernichtet oder geerntet. Die Jungtiere sind also Nahrung für den Eremiten. Bisher hat unser Orden nichts dagegen unternommen. Wir versiegeln einfach den Berg und tun so, als wäre nichts passiert. Hey, es ist unhöflich, unter sich zu reden. Tut das nicht! Wir werden eurer Mutter helfen und euch alle rausholen. Wirklich? Das wäre toll! Wir könnten wieder über die Insel laufen. Oder sie kehren niemals zurück wie unsere Geschwister. Ich glaube, das Monster hat sie gefressen. Ich glaube, sie haben ein schöneres Zimmer gefunden und wollen es für sich alleine haben. Wie unhöflich, nicht zu teilen. Wir kommen wieder, versprochen. Beenden wir diesen Wahnsinn. Das würde ich auch sagen. Voll Sinja mit dem Kochen. Jo, schlaf gut, Leon. Schön, dass du da warst. So, hier speichern wir erstmal ab. Die Frage ist jetzt, müssen wir hier lang oder was ist da hin? Okay. Frage ist, ist hier hinten jetzt irgend noch was oder nicht? Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Gorilla! Matriarchin, du lebst! Er hätte nicht kommen sollen. Das Böse an diesem Ort ist selbst für Krieger der Sonnenwende zu übel. Was ist mit dir passiert? Wurde Opfer des letzten Angriffs des Flashmancers auf dieser Welt. Bevor er ging, platzierte er eine Saat des Bösen in den Tiefen des Berges und fesselte mich hier, damit meine Kinder stets in der Nähe waren. Dieser Unhold. Ich bin dazu verflucht, hilflos dabei zuzusehen, wie sie vom stetig wachsenden Eremiten der Qual verschlungen werden. Und da ihr unschuldiger Verstand so leicht kontrolliert werden kann, flehe ich umsonst. Welch schreckliches Schicksal! Da haben wir davon nichts gewusst! Sicherlich hätten unsere Vorgänger uns von der Anwesenheit eines göttlichen Geistes oder gar eines Eremiten berichtet! Alles hängt mit dem Fluch dieses Ortes zusammen. Das sollte das perfekte Versteck sein. Erinnerungen, die im Berg entstehen, bleiben ihm auf ewig erhalten. Die Krieger der Sonnenwende waren hier. Doch immer, wenn sie Verstärkung holen wollten, blieb in ihrer Erinnerung nur ein lähmendes Gefühl des Schmerzens. Sie konnten lediglich den Berg versiegeln und niemals zurückkehren. Tut mir so leid. Wir hätten nicht viel tun können. Nicht einmal, wenn sie eine Läuterung geplant hätten. Wir sind so tief im Versteck, dass das Licht der Sonnenfinsternis niemals eindringen und den Eremiten verwundbar machen könnte. Es muss einen Weg geben. Eure Pflicht gegenüber der Welt hat Vorrang. Bitte, versiegelt den Berg erneut und geht. Den und ich werden kämpfen. Ich kämpfe ebenfalls. Diesmal sitze ich nicht bloß rum. Okay, das Seelen
Bindungsdrang bewährt unsere Erinnerung, doch das nützt uns nicht im Kampf. Und das Amulett der Sonnenwende soll da auf den Eremiten reagieren, doch das Licht der Sonnenfinsternis wird hier niemals eindringen. Ich habe einen Plan. Geht und löst die Sonnenfinsternis aus. Wow. Der hat die Gruppe verlassen. Okay, es gibt kein Zurück mehr. Bleibt uns wirklich nur der Weg, hier hinzugehen, und ich hab schon ein bisschen Angst. Oh Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Hey, da ist ein Gorilla-Baby! Denke das. Hey! Ihr kleiner Kerl. Ich glaube, das ist der Feind. Ich will zu meiner Mama. Sie ist da drüben. Komm, wir bringen dich hin. Ich denke, sie ist dort. Ich glaube, ihr lügt. Bitte, komm mit uns. Wir haben mit ihr gesprochen. Sie sorgt sich. Weshalb lügt ihr? Ich will meine Mama sehen. Lasst mich in Ruhe. Halt! Oh nein. Er ist von dem Gedanken besessen, wovon gesprochen worden ist. So verspeist du nicht uns nicht zum Mittagessen, du Ekel. Du Scheiße, das ist ein Riesending. Das Amulett reagiert, ich fühle die Sonnenfinsternis. Zerai, was auch immer du tust, tu es schnell. Kopf hoch. Wir können also die Arme angreifen. Das bringt nichts. Alter, was ist das für ein Scheiß? Alter! Das ist ja heftig. Dankeschön für den Raid! Hier, Lea! Dankeschön! Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuschauer! Willkommen! Ihr seid gerade zum spannendsten Moment gekommen. Und wie war der Stream? Vielen, vielen Dank! Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber der rechte Arm irgendwie... Sinnlos! Wir brauchen mehr Licht! Macht Platz! Oh! Hallöchen! Wie war dein Stream? Wie geht's? Willkommen an alle Zuschauer! Tut mir leid, ich komme spät! Schon gut, Seherei! Erledigen wir dieses Ding! Okay, jetzt können wir den angreifen. Oh, wir haben den Sonnenwendenschlag, den helfendes Licht und den X-Schlag. Ich würde sagen, den heben wir mal auf für die Heilung. Man weiß nicht, was der drauf hat, der Dude. Aber wir machen erstmal seine Arme erstmal weg. War sehr gut und sehr nervenaufreibend. Was hast du denn gespielt? Jawohl, da kriegt schon ordentlich jetzt mal hier Luftsturz und Itemroulette. Aber Itemroulette würde ich jetzt mal lassen. Was macht denn der Luftsturz? Das habe ich noch nie gemacht. Oh, nicht schlecht. Wir nutzen mal den Sonnenball hier. Okay. Hallöchen, Shinny McLaw, hallöchen, der hat sich wieder angestellt. Ja, Outlast, ah, okay, cool.
Atlas und ich bin echt Dissbuchse und schnell in diese Situation überfordert, wo man wegrennen muss. Okay. Ich kenne das Spiel, aber ich habe das tatsächlich nie gespielt. Aber coole Sache auf jeden Fall. So. Das machen wir natürlich auch. Wir haben noch nicht die eine Fähigkeit. Da meldet aber viel aus hier. Nein. Okay, das hat jetzt zum Glück nicht so viel Schaden gemacht. Das ist ein neues Spiel vom letzten Monat. Das heißt Sea of Stars, was ihr im Titel lesen könnt. Das ist... Oh, jawohl, der erste Arm liegt. Im Prinzip geht es darum, dass die Welt genau von solchen Kreaturen wie diesen bedroht werden. Und wir sind sozusagen Kinder der Sonnenwende. Also die Blauhaarige und der Blonde, also Vayne und Valera und Sail. Und wir müssen quasi die Welt von denen hier retten. Und sind natürlich als Kindheitsalter natürlich in die Lehre gegangen, um uns auf diese Prüfung uns vorzubereiten. Jawohl, da liegt er jetzt schon hier. Sollen wir die Kochbombe benutzen? Nee, lieber nicht. Ich bin schon auf die Fresse jetzt, hä? Das kriegst du mal hier, also die Schnauze. Das! Ah, was ist los? Bist du jetzt schwach geworden, oder wie? Du musst draufschlagen, du musst es ausnutzen jetzt. Ich denke, die Arme werden sich wieder regenerieren. Luftsturz! Come on! Zack. Willst du denn einen Sonnenball haben? Magst du Feuer, mein Freund? Zack. Ah, hat sich wieder geheilt. Aber man sieht nicht, wie viel Leben der Arm hat. Man sieht es leider nicht. So, ich werde den Schlaf gehen. Okay, danke schön, Kelia. Schön, dass du da warst. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder da, wenn ihr wieder vorbeischaut. Ihr seid gerne willkommen. Vielleicht zockt man ja mal was zusammen in der Zukunft. Ich spiele ja einige Spiele. Tat weh. Ich würde sagen, ich heile jetzt. Oder? Nee, das lohnt sich nicht. Macht er jetzt? Der zappelt so komisch. Das hat er noch nie gemacht. Also ich spiele das Spiel natürlich blind durch. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Aber ich würde sagen, wir kümmern mal uns um den Arm hier, dass der wegkommt. So wenig Schaden. Schallschmerz! Fünfmal blocken muss ich. Wir heilen mal. Musik hört sich ja auch sehr gefährlich an. Alter, wie viel der Arm aushält, ist nicht normal. Aua, das tat natürlich weh. Ja, machen wir mal Ernährung. Mögt ihr solche Retro-Spiele, liebe Zuschauer? Der X-Schlag. Oder komplette Heilung. Wäre auch nicht schlecht.
Da hält echt einiges aus. Gott sei Dank, endlich. Weiß ich nicht, ob das gut ist, dass ich das mache. Ah, der zweite Arm hält dann nicht mehr so viel aus. So, jetzt müssen wir das mal echt ausnutzen hier. Nimm den Feuerball. Ich hab die Combo. Boah, 400. Noch was. Ach man, dammit. War so gut. Ah, dass er natürlich sauer ist, das kann ich natürlich gut nachvollziehen. Was machen wir denn? Kochtopfbombe? Nein, wir greifen ihn normal an. Diesmal habe ich einigermaßen verteidigt. Gott sei Dank macht er nicht so viel Schaden. Dachte, das wäre schlimmer, aber Gott sei Dank nicht. Macht guten Schaden. Echt mies, was der da macht. Er macht nämlich guten Schaden. So. Jawoll. So, jetzt müssen wir nur noch machen, dass der Arm wieder stürzt und dann können wir volle Krawacho draufhauen. Au, das tat weh. So, du heilst mal wieder, mein Lieber. Die anderen beiden machen jetzt den Angriff. Ah, das macht nämlich richtig fetten Schaden. Fügt allen Feinden Schwertsäulen und Giftschaden zu. Ey, das ist... Macht den Feuerball.
Jawoll. Echt brutal, was der aushält. Er hält eine ganze Menge aus, dieser komische Fatzke. Das war schon ein bisschen abartig. Aber es gibt auch irgendwie keinen Trick oder so, glaube ich, um den schneller zu besiegen. Kann ich mehr machen als die Kombos benutzen. Heilen mal wieder. Sicher ist sicher. Hat guten Schaden gemacht, tatsächlich. Ich benutze mal das Schild wieder. So, auf das warten wir erstmal. Wir hauen nochmal normal drauf. Da müsste er gleich wieder weg sein. Dann können wir wieder volle Karacho angreifen. Komm, hau drauf! Jawohl, voll in die Schnauze! Wir haben den Eremiten besiegt! Glaub's nicht. Endlich war's das. Geschafft! Guter Gedanke, Serai! Jetzt müssen wir den Kern zerstören! Gemeinsam! Sehr gut. Bereit, die Matriarchin zu befreien? Allerdings! Oh! Du schuldest uns nichts, Patriarchin. Ach, das ist doch das Mindeste. Dauert nur einen Moment, den Wächter zu reparieren. Und mit seinem Prisma könnt ihr finden, wonach ihr sucht.
Mama, dürfen wir jetzt über die Insel laufen? Allerdings, Liebling. Tatsächlich müssen wir genau jetzt zum Wächter laufen. Mama, dürfen wir schwimmen gehen? Erst müssen wir den Wächter aufsuchen, dann gehen wir ins Wasser. Wächter Wasser? Hey, wie schnell könnt ihr Wächter Wasser sagen? Wächter Wasser? Wächter Wasser? Die Babys. Der ist ja riesig, der Affe. Hui. Das Prisma des Wächters ist also der Schlüssel. Sehen wir mal hier nach. Nutze CD an die Weltkarte, um den geheimen Bereich zu enthüllen. Ach so, geht das. Aber gut, Leute, beim nächsten Mal geht's weiter. Schaltet wieder zum nächsten Part ein. Ich freue mich auf euch. Und ich sag mal, ciao. Es bleibt auf jeden Fall spannend, nachdem wir den ersten Eremiten besiegt haben. Ich sag mal, ciao.